da das letzte Schneevideo leider nichts geworden ist und ich mir jetzt gerade freiwillig gebe, wollte eigentlich ein bisschen joggen gehen. Machen wir aber auch. Zeige ich euch nochmal Balu in Aktion, wenn es da ist, bei Minusgraden laufen gehen. Und zieht euch mal den geilen Weg rein. Ich will euch nämlich mal was zeigen. Ich bin ja so ein kleiner Naturliebhaber. Also erstmal Pfützenwasser trinken muss scheinbar super geil sein. Oh, meine Schuhe kleben fest. Ja, aber du gehst jetzt nicht planschen, Digga, ne? Ja. Natur pur. Das Lustige ist, die Fische wandern. Ich habe ja echt keine Ahnung von sowas, aber zieht euch das mal rein. Hier sind ein Haufen Wildschweine und alles unterwegs immer. Und mir ist es scheißegal. Also die Fische wandern von See 1 und jetzt haltet euch fest in See 2 rüber. Aber ich habe noch nicht den Trick gerafft, wie die das machen. Hier gibt es nämlich kein Verbindungsstück. Sorry wegen dem Wetter, ich werde auch keinen Untertitel oder so anmachen. Aber zieht euch mal rein, wie klar das ist, ja. So, ja, Balu, das ist äußerst uncool. Die Zuschauer wollen bestimmt nicht, dass du krank wirst. Ne? Das wollen die, ach man, du kannst doch nicht jeden Scheiß immer aufsammeln. Ey, daran merkt man echt, dass das noch ein Baby ist. Da wurde ich übrigens angequatscht, schon wo seine Steuermarke ist, weil die nicht mehr am Halsband ist. So ein Hund hat verdammt viel Kraft und wenn man morgens wach wird, um 6 und man dann als erstes erstmal mit dem Hund laufen geht und der mal dringend auf dem Klo muss, dann hat er so doll gerissen, dass es abgerissen ist. Also der hat eine Steuermarke, könnte ich euch jetzt auch sogar zeigen, aber ne, also er ist steuerlich gemeldet, ja, das ist null Problem. Ich habe es am Schlüssel dran, so, weil dann nehme ich tatsächlich auch so ein bisschen Trouble gab mit dem Ordnungsamt, wurde extra Ordnungsamt gerufen und ich bin natürlich locker geblieben, ne? Hab denen das erzählt und die haben gesagt, ist kein Problem, Steuermarke darf man, braucht man nicht unbedingt am Hund haben, Hauptsache man hat die Scheiße bei sich. Ja, also wenn euch da mal einer ankachelt, Hauptsache ihr habt den Scheiß am Mann. Komm Baby, komm, wir wollen dir mal zeigen, dass du ein bisschen bescheuert sein kannst und spielen kannst. Hab da nämlich vorhin gerade das Problem gehabt, dass da so Hundetrainer unterwegs sind. Der darf dann Balu wieder nicht spielen. Ja, das sind Hunde in seiner Größe. Und dann darf er nicht spielen. Das ist total scheiße. So, die Maulwurfshügel sind auch aktiv. Guck mal, ein bisschen Frost. Oder was ist das? Ja, doch, ist Frost. Ja, toll. Ich will das gerade zeigen und du machst das kaputt. Na los. Da rennt das dicke Gehopse. Ich liebe meinen Hund über alles. Der hat immer seinen eigenen Schädel. Und zieht euch das mal ran. Also ich versuche irgendwie, das ein bisschen Wind zu schützen. Wie gesagt, ist jetzt nicht das beste Equipment. Ich werde mir irgendwann mal eine Kamera zulegen, um euch mal sowas zu machen. Aber so selten wie ich das mache, ich will euch auch immer nicht versprechen, wann sowas kommt mit Balu. Damit ihr mal Balu sehen könnt. Ne? Aber wie gesagt, zieht euch mal die Größe rein. Ja? Ich bin ja, also vorher hatte ich so eine kleine Hündin, so ein Fox Terrier Mix. Kann euch mal ein Thumbnail von meinem alten Hund reinpacken, wenn, für dieses Video. Wenn ich dran denke. Wenn ich dran denke, dann mache ich das. Zur Not wüsste ich, wem ich schreiben kann. Ja, was ist los? Ja, was ist los? Balu! Ab, alle ab, komm. Komm ab. Hoch. Ach, dann nicht. Der kriegt gerade seine 5 Minuten. Ich kann ihn leider da hinten, wo ich wohne. Also, ihr kriegt es ja eh nicht raus, wo ich wohne, ne? Aber da hinten, irgendwo wohne ich. Und, da kann man den Hund so beschissen im Moment von alleine lassen. Weil, da so viel gebaut wird, jetzt bekommen die Schulen, die da neu errichtet wurden, eine Turnhalle. Das sind so Privatschulen. Und da man sich nicht die staatliche Turnhalle teilen möchte, oder was das da auch sein soll, weiß ich nicht, kriegen die jetzt eine eigene Turnhalle
Ich meine, man finde ich ja sweet und cute und alles. Aber naja. So, jetzt gehen wir noch gucken, ob wir vielleicht noch eine Spur vom Wildschweinchen finden. Weil Cookie hat wieder Hunger. So, immer auf der... Ja, was los, Balu? Guck mal, du rennst viel zu weit vor. Die Zuschauer müssen dich suchen. Ja, das ist doch kein Spiel, wo man... wo das heißt, such Balu. So. Und er rennt natürlich jetzt quer durch die Suppe. Das ist so geil. Oh, jetzt gibt's Cookie in Gefahr. Wie kommen wir da rüber? Oh, nee, ne? Ey, Leute, wenn ich gleich schreie, dann habe ich es nicht überlebt, ne? Dann habe ich mir das Genick gebrochen. Alter, zieht euch das rein. Ich muss doch eine Panne haben. Und das alles für meinen Hund. Oh, da hupt schon die Dampflok. Oh, und das Wasser stinkt wie die Hölle, ne? Oh, das heißt, Balu dann erstmal zu Hause baden. Das wird ein Spaß. So, wir haben es hier, ne, habe ich an euch in einem Video gezeigt, die Spree. Ne, haben wir ja keine Kosten und Mühen gescheut, alles weggesprengt. So, Video ist ein bisschen länger geworden. Ne? Also, Freunde. Wie gesagt, nehmt alle nicht so ernst. Habt ein bisschen Spaß an der Freude. Dass ich manchmal in den Streams ein bisschen ausraste und rumflenne. Weil ich... Guck mal, jetzt versteckt er sich hinter den Bäumen. Balu, komm. Wir wollen noch ein bisschen joggen gehen. Dieser Hund, der hört nie zu. Der hat immer seinen eigenen Dickschädel. Gut, ich werde jetzt noch ein bisschen Musik hören. Und nebenbei noch ein bisschen was anderes machen. Und jetzt weiter joggen. Und... Ich meine mal, ich feiere ja eh kein Weihnachten. Von daher brauche ich jetzt... nicht warten bis nach den Feiertagen. Oh, das filmen wir natürlich nicht. Das filmen wir nicht. Das ist eh. Jetzt hätten wir ihn fast beim Knöten gefilmt. Das ist auch nicht so toll. Das ist geil, ne? Dieser Wald hier, der wird. Der stinkt aber, wenn der war. Ah ja, ja, ne? Der Wald wird auch nicht in Ordnung gebracht. Kann ich euch auch mal zeigen, ne? Die ganzen kaputten Bäume von dem letzten Sturm. Das ist übrigens ein, zwei Monate her. Ne, 3 Monate ist das her. Ne? Aber was geil ist, zieht euch mal das rein. Ne? Das ist Wurzel vom Baum. Ja. Und dann zieht euch mal das rein. Da bleibt das Wasser stehen. Seit der Baum so umgekippt ist, seit dem Regen, bleibt das Wasser da stehen. Das ist so geil. So. Wir laufen hier lang. Genau da. Ja, genau da lang. So. Ich werde euch das Video heute hochladen. Heute ist übrigens der 2. Advent, glaube ich. Oder, ja doch, müsste. Keine Ahnung, will euch da jetzt keine Scheiße erzählen, aber glaube ja. Ein Livestream wird es heute nicht geben, weil gesundheitlich sieht es im Moment arg beschissen aus. Habt ihr in den letzten Streams mitbekommen. Dafür wollte ich auch noch sagen, macht euch da keine Sorgen. Ne? Also morgen bin ich definitiv dann mal beim Arzt, lasst das abchecken, was das ist. Deswegen werde ich heute auch jetzt nicht gleich einen Marathon rennen, sondern einfach nur mal ein bisschen joggen. Ich werde jetzt nicht anfangen mit euch zu joggen, aber einfach mal so. So, ich glaube 8 Minuten reichen. Wir wollen ja das Video hier nicht in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir haben alles Wichtige gesagt über Balu. Ihm geht's super fit. Aber ganz ehrlich, Ich liebe meinen Hund abgöttisch. Also, oh, da vorne liegt mein Tannenbaum. Den werde ich mitnehmen. Den werde ich mir mitnehmen. Geld ihr spart. Ne? Wir sind ja arm dran. Gibt ja keinen Tannenbaum. Nein, Spaß. Ich werde mal gucken, dass ich einen kleinen organisiere für Balu. Weil es ja sein erstes Weihnachten. Sein provisorisches erstes Schneevideo werde ich auch noch hochladen. Oh, wir müssen kurz den Tannenbaum umgehen. Der hat einen Spaß an der Freude. Das Problem ist immer, wenn ich das Video beenden will. Hier ist auch wieder so eine Nummer. Zieht euch mal rein. Das andere habt ihr gerade nicht gesehen, aber zieht euch das rein. Wie tief das da rein geht, ne? Das ist geil. Nee, nachher kommt da ein Wildschwein raus, Balu. Geh weg da. So. Ne? Keine Ahnung, was das für ein Müll ist. Ich finde das immer geil. Sieht aus wie vom Auspuff. Müsste man zu Dummtüch schicken. Die könnten uns sagen, was das ist.
kann ich euch empfehlen, den Kanal Dumm Tüch. Bauen immer sehr viel Scheiße. Vor allen Dingen driften mit dem Bus. Finde ich geil. Wenn das mal hier einer in Berlin machen würde, ich würde das feiern. Aber was soll's. So, wir sind bei 10 Minuten. Meine Fresse, das Video einfach wieder zu lang. Deswegen, Leute, tschö mit Ö. Viel Spaß mit dem Video. Hab euch alle lieb. Und ich will jetzt auch nicht so arg über meine Gesundheit reden. Einfach macht euch keine Sorgen. Heute kommt halt kein Stream. Will mich heute mal ein bisschen entspannen, ne? Also, Balu. Hey. Sag mal tschüss. Balu, sag mal tschüss. Hey, Dicker. Naja, gut. Tschüss sagen war noch nie so seine Stärke. Naja, also in diesem Sinne, ne? Tschö mit Ö.